Naja, sie ist ein also visuell hochbegabter Mensch, der es versteht, das macht das Arbeiten mit ihm als Kameramann sehr angenehm, der es versteht, szenisch, wie sie visuell auch zu denken. Ich bin auf den Raum angekommen durch eine Kurzkritik im Kurier. Da war so eine kleine Spalte, wo gestanden ist, irgendwie Rache-Western und spielt in den Alpen, bla. Und ich habe mir gedacht, das ist genau das, wonach ich suche. Ich habe die machen lassen. Andreas hatte, glaube ich, auch lange Zeit sehr große Angst vor dem Moment, wo ich so gewisse Sachen zum ersten Mal erfahre. Aber also mit diesen Änderungen in dem Sinn, dass jetzt zum Beispiel Greider Fotograf ist und nicht Maler, find ich großartig. Sometimes you struggle to understand what the director wants, you know, because you want to do what you want to do and bring what you want to the role, but you also, your job is to do what is required of you from the director. And I had the feeling on this film that I knew very clearly what it was that he wanted from me in each scene. We'd kind of, from all the films that we talked about before. Wir kennen beide den Andreas schon länger und er weiß sehr genau, was er will. Das ist sehr angenehm und hat aber gleichzeitig das Vertrauen, die Freiheit zu lassen, innerhalb des Rahmens zu arbeiten, sich was zu überlegen und etwas anzubieten. Und er schätzt jedes einzelne Department, also und gibt einen Zeit, seine Sache zu machen. Und dann das müssen wir dann nachher noch probieren, weil du müsstest dann da seitlich. Also den Ansatz. Es gab natürlich Momente, wo ich auch, wie ich auch an mir selber zweifle, auch an den Schauspielern so den einen oder anderen Moment entdeckt habe, wo ich gedacht habe, ui, hoffentlich geht sich das aus. Der ganze Wahnsinn hat ja schon mit einem Unfall begonnen, wo der Thomas Schubert, ich weiß nicht, wie wir jetzt wahrscheinlich erzählt haben, bei einer Probe verletzt wurde. Also das war einfach Pech. Wir haben diese Sapien genommen und sie in den Baumstamm gehackt und bis zum Ende der Riese gezogen, weil es ja nur eine Probe war und wir haben nicht gewusst, ob da eventuell noch wer drinsteht. Das war auch so ein Zeichen, dass man einfach extrem aufpassen muss. Es waren viele Dinge, die passiert sind und zum Glück aber ist nicht wirklich was passiert. Also es war bei diesem Film das Adrenalin immer da oben.